Gut, an alle draußen und danke, dass ihr das super tolle Video geschaut habt. Hier ist Konsument Ender Dungeon und das natürlich in Farbe und Bunt. Und meine Damen und Herren, ich habe den Bert offiziell auf meiner Leitung. Alter, was war denn das gerade? Du bist offiziell in der Aufnahme. Herzlich willkommen, Bert. Du crashst die, du DDoSst mich, oder? Du machst mich kaputt. Du fickst mich kaputt, komm. Willst du mich ficken? Ja Leute, das ist immer noch Bert am Telefon, er sagt ziemlich komische Sachen. Ende des Ganzen. Ja, wie sieht's denn heute auf? Ich kann jetzt vielleicht eine Stunde aufnehmen und dann kann ich nachher bei dir vorbeischauen, oder? Ich meine, Paulaner, Paulaner Spezi, schönes Getränk. Der Konso hat's gekauft. Der Konso kauft immer alles. Der bärtige Bert auf seinem bärtigen Pferd ist zum bärtigen Rewe geritten, geschritten, geritten und hat einen Kasten. Wo hast denn du deine Quittung, hä? Hast du überhaupt nicht. Laber doch nicht, dass du die Quittung vom Rewe aufgehoben hast. So, aber lieber Bert, hast du noch irgendwas Interessantes zu meiner Zuschauerschaft zu sagen? Oh Mann, ey. Also Leute, der ist nur wirklich mad, weil er so traurig ist. Weißt du, weil er einfach in Dark Souls 3 so scheiße ist und in Ender des Ganzen so scheiße ist. Und das Einzige, was Bert noch am Leben hält, ist sein 100%iger Isaac-Spielstand. Den er sich wahrscheinlich aus dem Internet geladen hat oder so. Ja, okay, also Bert, du hast jetzt nichts mehr Interessantes zu sagen irgendwie. Ja, das ist sehr traurig. Hallo, ey! Okay, das war Bert. Bert hat aufgelegt. Meine Damen und Herren, es war ein komischer Start, dass ich mit ihm telefoniert habe, aber die Leute, die vielleicht den Bert noch kennen, wissen, dass er ein kleines, dreckiges Dovilein ist. Ich will ja kinderfreundlich bleiben. Arschloch. Aber ich habe ihn lieb. Er hat mich auch lieb. Und ich muss sagen, Bert ist einer der wenigen Gamer, der wirklich den Skill wie ich habe. Ja. Also das ist echt ein Gegner, wenn ich mit anderen Kollegen und so spiele, die sind immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen Pussy. Aber Bert und ich sind immer so auf einer Augenhöhe. Was aber nicht immer gut ist. Also manchmal hassen wir uns auch einfach. Bei bestimmten Spielen wollen wir uns manchmal gegenseitig umbringen. Wie bei Tekken zum Beispiel, Tekken Tournament 2 und so spielen, das ist richtig schlimm. Oder wenn man uns beide mal Ender des Ganzen spielen sieht, ja, wenn der andere irgendwie auf dem Bildschirm hochrennt, der andere nichts mehr sieht, dann wird hier rumgeschrien, wie in so einer Schweinefarm, ey. Da wird gegrunzt von allen Seiten. Ja, sowas ist schon, das ist schon immer ganz cool. Ah, der liebe Bert. Problem ist, ich würde mit dem mal mehr aufnehmen, aber der Bert ist leider nicht mehr so aufnahmefreundlich. Ich weiß auch nicht mal, warum. Wahrscheinlich damals wegen Terraria, weil wir haben da dieses Versus gemacht und in der ersten Folge hat er gewonnen, das gebe ich jetzt öffentlich zu. Da hat er wirklich gewonnen, weil ich einfach nichts gefunden habe, irgendwas war da. Ich war auf jeden Fall derbe pisst, habe immer noch nicht mehr geredet und die Aufnahme danach, die ich dann auch hochgeladen habe, da habe ich gewonnen. Was natürlich ein bisschen pissig ist, aber naja, jetzt ist es raus von meiner Seele. Konso hat mal in einem Terraria Versus Video betrogen. Weil ich sag's, so glaube ich sogar in dem Part, dass es unser erster Part ist. Obwohl es gelogen ist, seht ihr? YouTuber, die lügen. Die lügen alle nur. So. Ich war in den letzten Tagen auch immer unterwegs. Hab mal wieder gespielt, ohne aufzunehmen. Das habe ich ja erwähnt und das macht mir sehr viel Spaß. Habe auch wenig eigentlich gemacht. Die meiste Zeit habe ich jetzt nur Fernsehen geguckt. Habe jetzt zum Beispiel mit Bert mal die Abmahn mal wieder was gezockt. Aber wirklich gezockt ohne Aufnahme. Und es hat mir echt gut getan. Trotzdem ist mir bewusst geworden, weil ich ja einmal gesagt habe, mit YouTube bin ich am Überlegen, wegen Aufhören, dies, das, dass es doch nicht das Wahre ist. Also, so komplett aufzuhören wäre eigentlich auch echt asozial. Auch echt asozial gegen euch gegenüber. Wenn ich einfach sage, ja, nee, fuck it, hier, tschüss. Ja? Trotzdem muss ich da was ändern. Es muss sich definitiv was ändern. Ich werde oder will auf jeden Fall, das ist mein oberstes Ziel, das habe ich sogar hier neben auf der To-Do-List, die ich hier angehängt habe. Ja, der liebe Konso Monso strukturiert sich derzeit, nicht nur wegen dem Studium.
Ich will die scheiß beschissenen Let's Plays. Ich habe mich eigentlich nur beschissen gesagt, weil ich gerade immer M sage. Ich hasse es. Ich bin momentan am gucken, dass ich weniger M sage, weil ich sehr gerne M sage. Und noch meistens noch so richtig laut M. Dass ich die Let's Plays, die ich jetzt gerade hier am Start habe, dass ich die fertig machen möchte. Ja, das ist mein Ziel. Ich will die fertig machen. Und werde in Zukunft natürlich auch ab und an mal Let's Play starten. Aber das Format Let's Play wird auf meinem Kanal dann eher zurückgehalten werden insgesamt. Also ich will dann vielleicht mal so lustige Videos wie Sonic Air und so Kram. Haben bestimmt einige Leute von euch geguckt. Kill the Plumper oder Weed Saints oder den ganzen Kram. Halt diese Videos, die man zusammenschneidet, wie das bei manchen YouTubern auch mittlerweile in ist, dass ich dann eher die Zeit, die ich fürs stundenlange Encodieren nutze, ja, die ich jetzt nicht mehr habe, weil ich das jetzt gerade alles über Twitch regel und den Twitch-Stream hochlade, das heißt, es ist innerhalb von einem Tag alles online und nicht ein Part in einem Tag und ich muss nicht 6-7 Stunden den PC für ein Part online oder anlassen. Und was mir aber gerade einfällt, bevor ich gerade weiter zulabe, auf jeden Fall wird es darüber geregelt über Twitch, das ist für mich einfacher und deswegen kann ich dann die Zeit nutzen, ohne dann so Burnout zu kriegen, dass ich immer einfach keinen Bock mehr habe, wegen diesen ganzen Encodieren und Scheiße, dass ich dann meine ganze Zeit oder meine Lust in der Woche dann in so ein gutes Video haue, ja, was dann halt mal was Besonderes ist und nicht so dieses Otto-Normal-Ding. Ich hoffe, ihr feiert das. Und ihr werdet es feiern, wenn ihr diesen Part dann schaut. Das seht ihr halt daran, dass ich dann zum Beispiel jetzt kein Intro mehr reinschneide und so weiter. Das einzige Let's Play-Projekt, was ich jetzt noch so fertig machen werde, also mit Dextory wahrscheinlich, muss ich mal gucken, wie ich das, ob ich das schon bald durch habe, ist zum Beispiel Hyperlight Drifter. Ja, das ist dann, das Coole ist halt, wenn du schneidest, kannst du natürlich dann auch noch ein bisschen was verändern, kannst natürlich darauf achten, wie du dich artikulierst und so weiter. Obwohl, ihr kennt mich, ich bin da kein Mensch, der da immer was rausschneidet die ganze Zeit. Außer ich hocke jetzt 2 Stunden an der Stelle. Oh Mann, Alter, was ist denn hier los? Was ihr nicht wisst, es gibt ja hier das Geheimnis, das wollte ich euch gerade mal zeigen, warte mal, hier. Ist das der Raum? Nee, ich glaube, das ist der Raum hier, oder? Warte mal, bin ich jetzt gerade doof? Das ist der Raum, oder? Nee. Warte. Oh, habe ich jetzt falsch gemacht? Warte mal. Nee, hier ist der, oder? Hä? Also irgendwo haben wir doch einen Raum im Lagerfeuer drin. Und da ist nämlich ein geheimes Gebiet dahinter und dafür brauchen wir 2 Schlüssel und wir haben gerade 2 Schlüssel. Und dann kann ich euch nämlich gleich noch einen kleinen Trick verraten. Hä? Warte mal, what the fuck? Irgendwie ist der Konto gerade leicht überfordert. Ich weiß. Ist der hier? Oder ist es erst hier? Oh, das ist hier erst. Ja, und ihr könnt halt Eiswaffen, Wasserwaffen und allen Scheiß benutzen, aber ihr könnt auch diese Fässer hier komplett durchs Ganze rollen. Und damit das Feuer löschen. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Und auf dieser weiteren Geheimebene gibt es dann auch einen geheimen Boss. Und ich könnte jetzt noch mehr erzählen, aber ich mach's nicht. Ich weiß ein bisschen was vom Spiel, das wisst ihr. Ich habe ja die Beta damals auch schon gezockt. Alter, das gibt's doch nicht gerade. Warum? Warte mal kurz. Jetzt mal hoch. Ich hatte noch nie Probleme damit. Warte. Oh Mann, ich. Nee. So, jetzt aber. Oh mein Gott. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. So, jetzt. Okay. Wo müssen wir hoch? Wir müssen jetzt hier hoch, gell? Ja. Zu zweit im Kopf ist es natürlich im kooperativen Modus um einiges einfacher. Aber das ist so als guter Tipp. So, das machen wir so. Oh, fuck. Nein. Nein. Muss. So. Ah, sehr gut. Jetzt geht er durch. Nee, geh mal kaputt. Schaden gekriegt, nicht schlimm. Oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Ihr seht, das ist extremer Stress. Das jetzt gerade irgendwie hinzukriegen. Aber vielleicht schauen ja irgendwie nachher auch noch Leute zu, die das auch spielen. Nein, warte mal, man kann es irgendwie drehen. Warte, warte. So, genau. Ja, das Problem ist nur, dass das. Ah, jetzt. Oh! Normalerweise sind die Dinger näher dran. Muss ich mal ehrlich zugeben. Normalerweise. Aber ich habe gerade ein bisschen Pech, aber ist nicht schlimm. Hauptsache, wir kommen da noch rechtzeitig an. So, warte mal. Nee, nee, nee. Wir machen so. Bam. Warte. Nee, nee, das ist nicht gut. Nee. So. So. Ich kann das voll schlecht abschätzen, ey. Das fuckt mich gerade extremst ab.
So, so, da, da, ja. Ja, wunderbar hier. Mega Man fragt, magst du Enter the Gungeon oder Isaac mehr? Ich mag Enter the Gungeon mehr. Also Isaac ist kein schlechtes Spiel, aber ich mag es mehr. So, ihr geht dahinter und drückt A, dann aktiviert ihr einen Schalter. Und jetzt ist hier nämlich irgendwo ein geheimer Raum aufgetaucht. Ich glaube, das ist nämlich der hier. Wir holen uns aber gerade noch dieses kleine Leben hier unten. Könnten den Boss, sollen wir den Boss trotzdem machen? Ich bin am überlegen. Wir probieren den Boss trotzdem zu machen und gehen danach dann dieses Stockwerk runter, oder? Das wäre eine gute Idee, weil wie ich euch ja schon gezeigt habe, wenn ihr den Boss ohne Schaden kassiert oder ihr gesagt ohne Schaden zu kassieren besiegt, kriegt ihr ein weiteres Item. Und das werden wir versuchen. Nein, das war jetzt nicht so gut, das war jetzt nicht so gut. Ah, er brennt trotzdem, das ist okay. Das heißt, ich darf mich nicht treffen lassen von Mr. Birdie. Ich habe jetzt ganz viele Geheimnisse. Ein Geheimnis davon wurde mir leider auch gespoilert von Spoilerino. Bärtiger Bärt auf dem bärtigen Pferd. Spasti. Wir sind nämlich in WhatsApp die ganze Zeit am Schreiben und hat er mir schöne Screenshots geschickt. Aber ich war genau dasselbe Arschloch in Dark Souls 3. Ich habe ihm auch alles geschickt. Ich habe ja irgendwann mal die lustigen Aufnahmen im Stream gezeigt, öffentlich. Das Geile ist halt, ich kann auch in so einer OBS-Aufnahme viel lockerer mit euch umgehen. Das heißt, ihr werdet ihr öfters nochmal was von meinem Leben erfahren, was ich jetzt in der normalen Aufnahme wahrscheinlich nicht so snacken drüber würde. Aber ja. Yeah. Es läuft gerade. Und was mir aufgefallen ist, der liebe Bert spielt, spielt nämlich auf Englisch. Und ich muss sagen, die deutsche Übersetzung ist eigentlich echt manchmal sogar lustiger als die englische. Und jetzt habt ihr was gesehen mit der rechten Taste, Schultertaste. Bei Bert ist es so, damit machst du die Rolle. Bei mir ist es nämlich andersrum. Und ich habe mich gestern bei ihm beschwert und jetzt habe ich mich an seine Steuerung gewöhnt. Toll. Wo ist der Bastard? Da unten. Oh, fuck. Das ist gerade nicht gut. Oh, man kann die Raketen nicht wegkriegen, sehe ich gerade. Ich will keinen Schaden kriegen. Ich will nur meinen Cocktail und dann bin ich glücklich. Dankeschön. Nein. Egal. Lauf da rein. Brennen. Von mir aus. Wir machen nochmal einen Plank. So richtig pussyhafte Sicherheit aber. Oh mein Gott. Ohne Schaden. Rasiert. Richtig billig. Aber egal, wir haben das Item, was ich haben wollte. Nämlich das hier. Ein weiteres Herz. Wunderbar. Munition. Das sieht auch was nice aus. Ich hätte meine Pumpgun mal weitermachen sollen. Egal. So, und jetzt gehen wir nämlich in das Geheime. In das Geheime gehen wir da rein. Kaufen uns aber noch einen Schlüssel bei dem Typen. Boah, ich kann so viel machen, ey. Ach, habe ich gar nicht. Fuck. 65 wäre auch nice gewesen. Und dann seid ihr jetzt offiziell bei dem nächsten Lauf, den ich jetzt hier frisch gestartet habe, bei einem Geheimgang dabei. Nämlich hier, zack, zack. Und die Falltür geht auf. Und meine Damen und Herren, wir sind in einem geheimen Floor, wo ich bis jetzt, glaube ich, einmal war, aber yeah. Ihr seid live dabei, meine Freunde. Live dabei. Wir sind nämlich in der Kammer Fragezeichen. So, und jetzt Spoilerino für alle Leute, die nicht gespoilert werden wollen, die jetzt schon denken, oh mein Gott, mein Brain ist schon total fucked, dass du in einem geheimen Floor bist. In diesem Floor kriegst du ein bestimmtes Item. Und dieses Item verschwindet, wenn du im darauffolgenden Floor, also wir kommen dann wieder in Floor 2, Schaden nimmst. Und ihr kennt bestimmt diesen einen Raum im Floor 2, ich glaube 2 der 3, wo diese verschiedenen Statuen sind, diese Gräber, und oben ist ein Altar, wo immer steht, da liegt nichts. So, und das Item von dem Geheimfloor jetzt müsst ihr da mitnehmen und ohne getroffen zu werden, sonst geht's kaputt, und könnt es da bei diesem Altar ablegen. Ich könnte euch jetzt schon erklären, was da passiert, aber das erkläre ich nicht. Also, das ist Secret Rickling Blabble. Ja, also das hier, das könnt ihr euch merken. Ja, das ist Secret Console Style, immer geil. Und jetzt wurde ich getroffen. Aber ich habe das Item, glaube ich, von Anfang an nicht. Ich glaube, das kriegt man sogar vom Boss hier. Ich bin mir aber gar nicht mehr so sicher. Lol. So. Ah ja, was soll ich machen? Und was ihr hier unten seht, hier ist alles schön giftig. Schön Abwasserkanal hier. Hier warten auch ganz neue Monster auf euch, die vielleicht manche von euch noch gar nicht gesehen haben. Oder noch nie gesehen haben. Ja, das Spiel bietet wirklich mehr als nur die 5 Floors. Also der Content ist mega groß. Ich schätze mal, so für normal.